Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser ersten Sitzung zum Seminar Kants Freiheitsbegriff 1786 bis 1800, Rekonstruktion einer Debatte. Es geht in diesem Seminar um etwas ganz Spannendes, nämlich um eine sehr unbekannte Debatte, die jetzt in der jüngsten Zeit immer mehr ins Interesse der Forschung geraten ist und die jetzt immer mehr erforscht wird. Und dieses Seminar hat deswegen auch so ein bisschen Forschungscharakter. Wir werden uns mit Texten befassen, die bislang noch fast unbekannt sind. Und die werden wir hier fast erstmalig diskutieren. Also was Sie jetzt hier im Seminar machen, ist wirklich Neuland. Das kennt noch niemand. Und Sie können da also ganz vorne mit dabei sein. Und jetzt sage ich ganz kurz was zur Sitzung. Erst was zum Formalen. Das Ablauf des Seminars, dann Informationen zu Prüfungsleistungen, inhaltliches zum Seminar. Ich gehe kurz auf den Seminarplan ein, den ich Ihnen auch schon herumgeschickt habe, der auch dann unten in der Beschreibung des Videos im Anschluss zu sehen sein wird. Und ich werde am Ende so ein paar Zitate von Immanuel Kant präsentieren, über die wir dann noch kurz diskutieren können, natürlich dann im privaten und nicht öffentlichen Rahmen. So, erstmal was Formales zum Ablauf des Seminars. Sie haben, wie Sie mitbekommen haben, ist dieses Semester jetzt wieder virtuell, wie schon das letzte Semester. Viele dachten, oh, hoffentlich kann es doch wieder ganz normal physisch stattfinden, aber so war es eben nicht. Wir müssen weiterhin virtuell unterrichten. Ich bin deswegen gar nicht so traurig, weil ich der Meinung bin, dass virtuelle Lehre sehr viele Vorzüge hat. Und die können wir hier über Zoom recht gut nutzen. Es gibt immer neuere Methoden, neuere Wege, die wir noch beschreiten können, aber ich finde, das ist ein sehr gutes Mittel, um virtuelle Lehre zu betreiben. Wir können unterscheiden zwischen synchroner und asynchroner Lehre. Synchrone Lehre ist das, was wir jetzt gerade machen, also Echtzeit. Wir diskutieren im virtuellen Raum. Asynchrone Lehre ist sowas zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Moodle ein paar Dateien stelle und Sie das dann danach bearbeiten und wir danach wieder darüber diskutieren. Ich finde synchrone Lehre virtuell immer am besten. Es gibt ein digitales Begleitangebot. Sie bekommen die ganzen Texte, die wir hier behandeln, digital zugänglich. Und auch die Prüfungsleistungen, die werden digital ablaufen, indem Sie mir nämlich dann einfach Ihre Hausarbeit per PDF schicken. Ist gar kein Problem. Also virtuelle Lehre ist meiner Überzeugung nach nicht bloße Simulation oder eine Spielerei. Es ist was, was man ernst nehmen muss und was neue Räume und Möglichkeiten eröffnet. Oben rechts im Video, nachher auf YouTube, mache ich auch einen Link zu einem anderen Video von mir rein, wo ich ein bisschen genauer auf die Chancen und Möglichkeiten virtueller Lehre eingehe. Virtuelle und analoge Lehre ergänzen sich. Wir sollten die nicht gegeneinander ausspielen. Und synchrone Live-Lehre und asynchrone Nachbereitungen, zum Beispiel Zusammenfassung, Quizze, Arbeitsaufträge, können sich sehr, sehr gut befruchten. Und das wollen wir auch in diesem Seminar, in diesem Semester tun. Jetzt hatte ich schon erzählt, was von einem YouTube-Kanal, auf den ich dann diese einleitenden Worte jetzt stellen werde gleich danach. Das ist der Kanal Philocast. Viele kennen ihn sicherlich schon von Ihnen, die in meinen vorherigen Seminaren waren. Der hat mittlerweile schon fast 3000 Abonnenten. Und auf diesem Kanal stelle ich und andere Dozierende der LMU regelmäßig Aufzeichnungen ihrer Veranstaltungen, aber auch sonstige interessante Videos, die philosophisch von Interesse sind. Schauen Sie mal vorbei, Philocast. Lassen Sie ein Abonnement da, wenn Sie wollen. Sie bekommen hier immer die neuesten Infos. Dann habe ich noch eine Seminar-App erstellt, eine Philocast-App, die gibt es kostenlos für Android und Apple. So sieht die aus. Und in diesem Menü können Sie auch dann immer meine Seminarzusammenfassung oder auch die Aufzeichnung des jeweiligen Seminars direkt sozusagen über die App starten und haben damit dann ein Seminar für die Hosentasche. Kann ich sehr empfehlen. Ist kostenlos und habe ich extra für diesen Anlass auch erstellt. Und hier in diesem Seminarordner finden Sie alle vergangenen Veranstaltungen. Sie können da gut hin und her klicken und Sie sehen dann auch, dass die jeweiligen Zusammenfassungen vernetzt sind. Die haben so einen kleinen Hypertext, wie so ein kleines Wiki. Also ich denke, das lohnt sich sehr für Sie auch. Das ist das digitale Begleitangebot. Jetzt sage ich noch kurz was zu den Prüfungsleistungen. Also wenn Sie sich hier mit einer Prüfung dann am Ende betätigen wollen, können Sie eine Hausarbeit schreiben, ca. 40.000 Zeichen.
Der Abgabetermin ist nach jetzigem Stand der 31. März 2021. Falls sich keine Änderungen ergeben sollten, kann immer noch was anderes passieren. Senden Sie dann einfach alle Hausarbeiten und Essays per E-Mail einfach an mich pünktlich bis Mitternacht an diese E-Mail-Adresse und ich bestätige Ihnen dann den Erhalt. Nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit mir auf wegen des Themas, dass wir das absprechen können. Es gibt viele spannende Themen. Ich werde auch mögliche Hausarbeitsthemen bekannt geben. Und Sie können mir dann jederzeit ein kurzes Exposé per E-Mail schicken, in dem Sie auf Ihr mögliches Hausarbeitsthema eingehen. Literatur, also sowohl Primärliteratur, die Quellen, als auch die Sekundärliteratur, mache ich Ihnen dann gerne online individuell zugänglich. Ja, jetzt noch was zum Ablauf des Seminars. Also diese virtuelle Zoom-Sitzung dauert circa eine Stunde. In der Vergangenheit, im letzten Semester, hatte die immer so 1,5 Stunden gedauert. Halte ich ein bisschen für zu lang. So lange kann man sich nicht so gut konzentrieren virtuell. In den ersten 30 Minuten gebe ich eine Art Zusammenfassung und eine Einführung in die jeweilige Thematik. Dieser Teil wird jetzt wie auch der gerade aufgezeichnet und im Anschluss auf Filocast gestellt. Dann findet im privaten Raum, der nicht aufgezeichnet wird, eine Diskussion statt, auch circa 30 Minuten, mal mehr, mal weniger. Im Anschluss verschicke ich dann die Texte und die Leitfragen für die folgende Sitzung per E-Mail an Sie. Und ich stelle die Aufzeichnung der Einführung auf Filocast und schreibe auch noch eine kleine Zusammenfassung, die Sie dann auch per E-Mail bekommen und die Sie aber auch über die Filocast-App dann vor sich haben können. Ja, jetzt haben wir da ein interessantes Thema, Kants Freiheitsbegriff von 1786 bis 1800. Dazu haben wir auch ein paar Leitfragen. Spannende Frage ist die, wie lässt sich menschliche Willensfreiheit angesichts der kausalen Determination der Welt denken? Immanuel Kant ist so der Ausgangspunkt dieser Debatte und der behauptet eben, dass die Welt und auch wir völlig kausal determiniert sind durch das Naturgesetz, dass wir aber dennoch frei sind. So eine Art Kompatibilismus von Naturdetermination und Freiheit. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie man sich sowas denken kann. Eine weitere Frage in diesem Seminar ist, wie können wir einem Skeptizismus bezüglich menschlicher Freiheit begegnen? Mit welchen Argumenten? Einige Denker dieser Debatte, die waren ganz schön modern und die hatten, wie auch viele heutige Denkerinnen und Denker, die Freiheit bestritten, und zwar mit guten Argumenten. Wenn alles determiniert ist, wie können wir dann überhaupt noch frei sein? Und das sind also dann auch Freiheitsskeptiker, die in dieser Debatte Wort ergreifen und die dann aber auch widerlegt werden von verschiedenen Denkern. Worin besteht das Charakteristikum moralischer Freiheit? Ist eine Freiheit zum Bösen denkbar? Und wenn ja, wie genau? Das war auch eine große Debatte um dieses Thema. Und dann nicht zuletzt, wie ist das Subjekt der Freiheit zu denken? Also wer ist da eigentlich frei? Der Mensch? Ein intelligibles Wesen, ein empirisches Wesen oder eine Einheit von intelligiblem und sensiblem Wesen? Wie verhalten die sich zueinander? Das ist auch eine ganz spannende Frage. Jetzt zum Seminarplan. Wir werden erst uns befassen mit Immanuel Kants Philosophie und seiner transzendentalen und praktischen Freiheit. Ich sage da später noch ein bisschen was genauer dazu. Und der Freiheit der Willkür. Das ist auch eine Konzeption von Freiheit als Wahl. Und die war in dieser Debatte ziemlich umstritten. Dann lesen wir von Johann Heinrich Ulrich eine Schrift über Determinismus und Indeterminismus, die er Eleuteriologie, also Freiheitslehre, genannt hat. Das war eine Form von Interpretation der kantischen Theorie, die aber eigene Wege beschritten hatte und Kant auf eine ganz eigene Weise ausgelegt hat und die dann aber auch zu Diskussionen gesorgt hat. Dann Karl Christian Ehrhard Schmid, der hat die Position eines intelligiblen Fatalismus vertreten. Nach diesem intelligiblen Fatalismus sind wir nur frei bei moralisch guten Handlungen und bei moralisch bösen Handlungen sind wir nicht frei. Also wir sind sozusagen fatalistisch nur frei im Guten. Und das ist natürlich auch eine problematische Auffassung. Leonhard Kreutzer ist einer dieser Skeptiker, von denen ich sprach, die also die Möglichkeit von Freiheit in der damaligen Debatte in Frage gestellt haben.
Johann Gottlieb Fichte, den kennen Sie wahrscheinlich eher, der hatte sich dann sehr intensiv mit Kreutzer, mit diesem Skeptiker befasst und versucht, die Freiheit zu verteidigen. War ein großer Freiheitsanhänger. Karl Leonhard Reinhold ist auch ein bisschen bekannter. Der hat ebenso wie Fichte versucht, für die Freiheit zu sprechen und er hat sich vor allem gegen diesen Karl Christian Erhard Schmid und seinen intelligiblen Fatalismus gewendet. Friedrich Schiller, den kennen Sie auch, vielleicht eher aus anderen Kontexten, eher als ein Dichter. Auch der hat in diese Freiheitsdebatte eingegriffen und der hat sich vor allem mit der Frage befasst, wie wir den Menschen denken müssen, wenn er freies Wesen sein soll und wenn er nicht nur als ein intelligibles und nicht nur als ein Naturwesen betrachtet werden soll, sondern als eine Einheit von Natur und Vernunft. Das ist diese Frage nach dem Subjekt der Freiheit, zu der Schiller sehr interessante Dinge beigesteuert hat. Dann ein sehr unbekannter Denker, Johann Heinrich Abicht, der hat versucht, Willensfreiheit zu deduzieren, also abzuleiten und auf das Ich, das transzendentale Ich, das auch Immanuel Kant herausgestellt hatte, zu beziehen. Wer sich jetzt schon dafür interessiert, für den mache ich oben rechts dann im Video einen Link zu einem Vortrag von mir hinein, in dem ich dieser Frage nach Abichts Freiheitsbegriff nachgegangen bin. Dann Friedrich Wilhelm Josef Schelling, der ist auch bekannter. Wir haben in München eine Schellingstraße gleich neben der Universität. Der hat versucht, zwischen Kant und Reinhold zu vermitteln in der Frage nach der individuellen Freiheit, der Freiheit der Willkür. Und zum Schluss werden wir uns befassen mit der Aktualität dieser nachkantischen Debatte. Ich glaube nämlich, dass die gegenwärtige Freiheitsdebatte sehr viele Ähnlichkeiten aufweist zu der historischen Debatte und dass die aktuelle Debatte durchaus profitieren kann, wenn sie auf die historische Debatte Rücksicht nimmt. Und auf der anderen Seite können wir auch die historische Debatte besser verstehen, wenn wir Begriffe der gegenwärtigen Debatte wie Kompatibilismus, Inkompatibilismus und so weiter und so fort auf sie anwenden. Also ich glaube, dass die sich gegenseitig befruchten können. Und als Ausblick werden wir eben uns mit der gegenwärtigen Debatte ein bisschen befassen und vor allem Texte von Harry Frankfurt lesen. Ich bin aber ganz offen für Ihre Vorschläge. Sie können mir gerne auch unter diesem Video dann Vorschläge machen, welche aktuelle Debatte wir behandeln und auf die historische beziehen sollen. So viel zum Seminarplan. Jetzt haben wir Leitfragen der heutigen Sitzung. Was ist der Unterschied zwischen Willensfreiheit und Handlungsfreiheit? Das sind jetzt so ein paar grundlegende Dinge, die wir vorher klären sollten, bevor wir auf die Debatte näher eingehen. Wie bestimmt Immanuel Kant die Willensfreiheit? Und welche Probleme enthält Kants Freiheitsbegriff? Wir werden in der nächsten Sitzung noch ausführlicher auf Kants Freiheitsbegriff eingehen. Ich möchte jetzt einleitend nur so ein paar Zitate von ihm mal präsentieren, dass wir so einen Eindruck davon gewinnen, wie die Debatte konturiert ist. Jetzt möchte ich erst mal ein bisschen was zum Thema Handlungsfreiheit sagen. Handlungsfreiheit ist eine Auffassung von Freiheit, die ganz alltäglich ist. Das ist zum Beispiel, wenn Sie sagen, ich bin doch frei, ich kann doch meine Hand heben. Das zeigt doch, dass ich frei bin. Dann sagen Sie damit, ich kann tun, was ich will. Also Handlungsfreiheit bedeutet tun können, was man will. Ich kann doch die Hand heben. Ich kann doch diese schöne Tasse mit diesen Noten nehmen und daraus was trinken. Kann ich doch. Also bin ich doch frei. Jetzt kann man sich aber überlegen, genügt das Freiheit mit tun können, was man will, zu identifizieren. Es gibt noch eine andere Position, die nennt sich Willensfreiheit und die besagt, nicht tun können, was man will, sondern wollen können, was man will. Ja, was ist jetzt da der Unterschied? Also Handlungsfreiheit hat eben dieses Problem, dass der Wille schon gesetzt ist. Wenn man etwas will, wenn da ein Wille in uns da ist und wir diesem Willen nachkommen können, dann sind wir frei. Aber Handlungsfreiheit fragt nicht danach, ist das wirklich unser Wille? Wollen wir das wirklich? Sondern der Wille wird gesetzt. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass uns von außen ein Wille eingepflanzt wird, dass wir manipuliert werden, hypnotisiert werden und danach in uns einen Wille verspüren. Und wenn wir dem nachkommen können, dann wären wir frei, aber nur handlungsfrei. Willensfreiheit bedeutet also, dass man den eigenen Willen kontrolliert und selbst hervorgebracht hat. Dass man also auch Autor des Willens ist und nicht nur Autor der Handlung. Also Willensfreiheit ist noch ein viel grundsätzlicherer, radikalerer Begriff als Handlungsfreiheit.
Und deswegen dreht sich die ganze Debatte, die wir jetzt behandeln, vor allem um den Begriff der Willensfreiheit und nicht so sehr um den Begriff der Handlungsfreiheit. Das ist jetzt eine Unterscheidung, die recht modern ist, die damals auch schon ungefähr so existierte, aber das ist jetzt eine Unterscheidung der gegenwärtigen Debatte, die wir jetzt schon auf die historische Debatte angewendet haben. Also es geht in dieser Debatte wesentlich um Willensfreiheit. Wie müssen wir unseren Willen bestimmen, kontrollieren, dass er frei genannt werden kann? Und jetzt möchte ich noch ein paar Zitate von Immanuel Kant zur Einleitung Ihnen mal präsentieren. Also Immanuel Kant, geboren 1724 und gestorben 1804. Dazu muss ich noch vorab ein paar Abkürzungen Ihnen erklären. Da müssen Sie jetzt mal gut aufpassen. Also AA ist die Akademieausgabe. Das ist immer der Band in der Akademieausgabe, nach dem Kants Werke zitiert werden. KRV ist die Kritik der reinen Vernunft von 1781. GMS ist die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Das sind diese Werke von 1785, die die wichtigsten Stellen zu Kants Freiheitsbegriff enthalten. KPV ist die Kritik der praktischen Vernunft von 1788. REL ist die Religionsschrift oder die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft von 1793. Und zuletzt die Metaphysik der Sitten von 1797, in der Kant abschließend etwas zum Thema Willensfreiheit gesagt hat. Also diese sechs Schriften oder fünf Schriften genauer, von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Metaphysik der Sitten, die stehen jetzt in den ersten Sitzungen unseres Seminars im Zentrum. Und wir werden dann genauer schauen, wie diese historischen Denker auf diese Schriften reagiert haben. Ich kann schon so viel sagen, in der Kritik der reinen Vernunft, da entwickelt Kant die ganz abstrakten Grundlagen seines Freiheitsbegriffs. Da geht es ihm um die Frage, wie Freiheit als Idee, als Fähigkeit, eine Kausalität spontan in die Welt zu setzen, also sowas wie eine absolute Ursache zu sein, die nicht wiederum weitere Ursachen hat, die in die Vergangenheit zurückreichen, so eine absolute Ursache zu setzen, oder er nennt das auch eine Freiheitskausalität in Gang zu setzen, und wie diese Freiheitskausalität mit der Naturkausalität, die eben nicht absolut ist, sondern von der es immer wieder weitere Vorläufe gibt, bis ins Unendliche zurück, wie diese zwei Formen von Kausalität miteinander vereinbar sind. Diese Frage behandelt Kant in der Kritik der reinen Vernunft. In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten geht es dann darum, diese Freiheit, die er in der Kritik bestimmt hat, weiter auszudifferenzieren, und zwar vor allem in moralischer Hinsicht. Für Kant ist Freiheit oder Freiheitskausalität moralische Freiheit, also Freiheit, die dem Sittengesetz, dem kategorischen Imperativ gehorcht. So begründet Kant die Freiheit des Willens. In der Kritik der praktischen Vernunft analysiert er diesen moralischen Freiheitsbegriff noch genauer. In der Religionsschrift interessiert sich Kant vor allem für die individuelle Freiheit, die Freiheit der Willkür. Und auch in der Metaphysik der Sitten steht der Begriff der Willkür, also das Vermögen zu wählen oder auch speziell gegenüber dem Guten und dem Bösen sich zu entscheiden, im Zentrum. Kant hat vor allem in diesen letzten Schriften, ganz vor allem in der Metaphysik der Sitten, auch selbst Stellung genommen zu dieser historischen Debatte. Also wir haben es hier mit einem sehr komplexen Diskussionszusammenhang zu tun, der chronologisch geordnet ist, beginnend mit der Kritik der reinen Vernunft. Und die ersten Kritiker oder ersten Beiträge zu Kants Freiheitsbegriff, die treten so ungefähr 1786, 88, 89, so in diesem Umkreis dieser zwei Schriften, Grundlegung und Kritik der praktischen Vernunft, auf. Vor allem dann aber auch in der Religionsschrift nimmt Kant dazu dann wieder Stellung und auch in der Metaphysik der Sitten. Also hier hängt alles miteinander zusammen und das macht diese Debatte so spannend und fruchtbar. Jetzt lese ich mal Ihnen hier ein Zitat vor von Immanuel Kant. Sie sehen schon unten rechts, das ist aus der Kritik der praktischen Vernunft in der Akademieausgabe Band 5, Seite 97. Ich lese mal vor, nicht abschrecken lassen, das ist jetzt ziemlich kompliziert. Eben um des Willen kann man auch alle Notwendigkeit der Begebenheiten in der Zeit nach dem Naturgesetze der Kausalität den Mechanismus der Natur nennen, ob man gleich darunter nicht versteht, dass Dinge, die ihm unterworfen sind, wirkliche materielle Maschinen sein müssten. Hier wird nun
nur auf die Notwendigkeit der Verknüpfung der Begebenheiten in einer Zeitreihe, so wie sie sich nach dem Naturgesetz entwickelt, gesehen. Man mag nun das Subjekt, in welchem dieser Ablauf geschieht, Automaton Materiale, da das Maschinenwesen durch Materie oder mit Leibnizen Spirituale, da es durch Vorstellung getrieben wird, nennen. Und wenn die Freiheit unseres Willens keine andere als die letztere, etwa die psychologische und komparative, nicht transzendentale, das ist absolute, zugleich wäre, so würde sie im Grunde nichts besser als die Freiheit eines Bratenwenders sein, der auch, wenn er einmal aufgezogen worden, von selbst seine Bewegung verrichtet. Sie sehen jetzt hier in diesem Zitat verschiedene Freiheitsbegriffe, die Kant einführt. Also mit Bezug auf Leibniz und auf andere Denker, vor allem natürlich auf Leibniz, spricht er von einer komparativen Freiheit, von einer psychologischen Freiheit, von einer Freiheit des Bratenwenders, die er gegenüberstellt einer anderen Auffassung von Freiheit, die er nennt transzendentale oder absolute Freiheit. Dieser Unterschied von komparativer Freiheit, die er polemisch Freiheit eines Bratenwenders nennt, also praktisch ein Bratenwender, der einmal aufgezogen wird und sich dann immer wieder dreht. Diesen Unterschied kann man ungefähr, ganz ungefähr, nicht genau, aber ungefähr analog sehen zum Verhältnis von Handlungsfreiheit und Willensfreiheit. Ja, also Handlungsfreiheit fragt nicht so sehr nach der Art unserer Willensbestimmung und lässt deswegen zu, dass der Wille schon von jemand anderem bestimmt ist. Willensfreiheit hingegen ist das, was Kant ungefähr unter transzendentaler, absoluter Freiheit versteht. Absolut deswegen, weil wir selbst die ersten Ursachen unseres Wollens sind und dieses Wollen selbst nicht wieder von etwas anderem bestimmt sein kann. Zum Beispiel durch die Naturkausalität oder durch etwas anderes. Das ist also jetzt hier ein sehr wichtiges Zitat. Wir müssen noch genauer schauen, was ist psychologische, komparative und so weiter Freiheit. Aber das ist sehr prominent und das sollten wir jetzt immer im Hinterkopf haben. Hier sehen wir, wie Kant seine Freiheit versteht und wogegen er sie abgrenzt. Weiteres Zitat aus der Religionsschrift in der Akademieausgabe Band 6, Seite 44 lautet: Was der Mensch im moralischen Sinne ist oder werden soll, gut oder böse, dazu muss er sich selbst machen oder gemacht haben. Beides muss eine Wirkung seiner freien Willkür sein, denn sonst könnte es ihm nicht zugerechnet werden, folglich er weder moralisch gut noch böse sein. Hier kommt jetzt eine andere Dimension von Freiheit ins Zentrum, nämlich die Freiheit zu wählen zwischen gut oder böse. Und diese Freiheit des Wählens nennt er die Freiheit der Willkür, die freie Willkür. Willkür bedeutet so viel wie die Wahl des Willens. Küren bedeutet wählen. Sie kennen das bei Sportveranstaltungen, wenn eine Kür ansteht oder wenn jemand auserkoren wird, auserwählt wird. Das ist auch im Englischen das Wort to choose. Das ist miteinander verwandt. Also die Willkür ist das Wahlvermögen, das Wählen. Und so denkt jetzt Kant eben die Willkür. Die Willkür, die freie Willkür muss die Möglichkeit haben, zwischen Gut und Böse gleichermaßen wählen zu können, entscheiden zu können. Also Willkür, das Entscheidungs- oder Wahlvermögen, das Individuelle. Jetzt habe ich noch ein Zitat und dann gehen wir in die Diskussion über. Ein weiteres Zitat aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akademieausgabe Band 4, Seite 447, lautet: Also ist ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei. Was hat es damit auf sich? Das sittliche Gesetz ist für Kant natürlich der kategorische Imperativ. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen könne. Das ist ja in aller Länge. Und jetzt sagt Kant in diesem Zitat, ein freier Wille ist dann ein Wille, ein freier Wille, wenn er diesem kategorischen Imperativ, diesem Sittengesetz gehorcht, also wenn er unter ihm steht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist der Wille wirklich frei, wenn er durch das Sittengesetz bestimmt ist, wenn er dem unterliegt? Oder ist er nicht vielleicht dadurch gerade unfrei, weil er kann ja dann, wenn er dem Sittengesetz unterliegt, eigentlich nur gut
handeln, der Mensch, und nicht böse. Also fehlt ihm dann nicht diese Willkür, wenn jetzt ein freier Wille nur ein sittlicher Wille ist oder ein Wille, der unter dem Sittengesetz steht? Das ist eine ganz, ganz zentrale Frage, und an dieser Frage hat sich ein Großteil dieser Debatte, die wir in diesem Seminar gemeinsam rekonstruieren und diskutieren wollen, aufgehängt.